Jesus war tot. Er ist am Kreuz gestorben und dann hat man ihn begraben. Alles war düster, dunkel und traurig. Doch dann, am Ostermorgen, war auf einmal alles anders. Auf einmal war da eine Hoffnung, die viel größer war als alle Hoffnung, die es vorher gegeben hat. Auf einmal war da Licht und Fröhlichkeit. An der Kerze, die zur Erinnerung an den Toten brennt, entzünde ich das Osterlicht. Ich habe das früh am Morgen getan. Ich trage noch einen weißen Talar. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir feiern heute einen Familiengottesdienst, obwohl wir alle an unterschiedlichen Orten sind. Trotzdem feiern wir miteinander. Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass es Ostern wird. Wir danken dir, dass wir Hoffnung haben können, dass du uns liebst, dass du uns das Leben schenkst. Wir danken dir, Gott. Amen. Frohe Ostern! Frohe Ostern?
Wie soll ich denn froh sein? Ich habe gerade mit meiner Freundin telefoniert. Sie hat ganz große Angst. Angst? Angst vor Krankheit und Angst, dass jemand stirbt, den sie lieb hat. Ja, davor habe ich auch Angst. Und weißt du, was ich ganz besonders doof finde? Was denn? Ich finde es doof, dass alle so weit weg sind. Ich möchte gerne meine Freunde treffen und meine Oma und meinen Opa und dich. Mich triffst du doch. Ja, aber du bist so weit weg. Aber du siehst mich und du hörst mich und ich spüre dich ganz nah. Auch wenn du jetzt gerade so weit weg bist. Ja, das stimmt. Aber neulich, als wir uns gestritten haben, da warst du zwar so dicht dran an mir, aber ich habe dich trotzdem nicht gespürt. Und jetzt, wo wir uns vertragen, da spüre ich dich, obwohl du so weit weg bist. Ja, das stimmt. Es ist schön, dass wir Freunde sind. Ja, das ist schön. Wir können ja was spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Vielleicht finden wir ein paar Ostereier. Weil du Angst hast? Ach, und ausgerechnet zu Ostern. Damals in Jerusalem, da hatten die Leute auch große Angst. Das kann ich verstehen. Echt? Aber Ostern ist doch immer ein fröhliches Fest. Das stimmt, aber bevor es fröhlich wird, da hatten die Leute große Angst. Wieso? Wer hatte denn Angst? Jesus wurde verhaftet und alle seine Freunde haben sich große Sorgen gemacht. Das verstehe ich. Und Jesus ahnte, dass er stirbt und hatte große Angst. Das kann ich verstehen. Und dann ist genau das passiert, wovor die Leute so viel Angst hatten. Jesus ist ans Kreuz genagelt worden und gestorben und begraben worden. Das ist ja ganz traurig. Dann ist Ostern ja doch kein fröhliches Fest, sondern ganz, ganz doll traurig. Nun warte doch einmal ab, wie es weitergegangen ist. Ich lese euch vor, was dann passiert ist. Jesus war tot, man hatte ihn begraben. Ein neuer Tag brach an. Noch war es still und dunkel in Jerusalem. Doch zwei Frauen waren schon unterwegs, Maria und Maria Magdalena. Sie gingen zum Grab Jesu und hatten ein Gefäß dabei mit duftender Salbe. Damit wollten sie den Leichnam Jesu einsalben. Als sie zum Garten kamen, sahen sie schon von Weitem den großen Stein, der vor dem Grab lag. Und sie fragten sich besorgt, wer wälzt uns den Stein weg? Aber siehe da! Plötzlich bebte die Erde. Ein Blitz fiel vom Himmel, so hell, dass die Wächter am Grab vor Schreck umfielen. Auch die Frauen erschraken und sahen hinüber zum Grab. Sie trauten ihren Augen nicht. Der Stein war weggewälzt. Schnell liefen sie zum Grab und schauten hinein. Aber was war das? Das Grab war leer. Nein, nicht leer. Ein Mann saß am Eingang der Höhle. Ein Engel, ein Bote Gottes in leuchtendem Kleid. Erschrocken schlugen die Frauen ihre Hände vor das Gesicht. Aber der Engel sprach, fürchtet euch nicht, ich weiß, wen ihr sucht. Jesus, den sie gekreuzigt haben. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht, wo er gelegen hat. Die Frauen wussten nicht, was sie sagen sollten. Zitternd sahen sie in das offene Grab. Und wirklich, es war, wie der Engel gesagt hatte, das Grab war leer. Da flohen die Frauen aus dem Garten. Sie bebten am ganzen Leib. Sie wussten nicht,
sollten sie lachen oder weinen vor Freude. Auf einmal kam ihnen ein Mann entgegen. Plötzlich erkannten sie ihn. Jesus war es. Ja, er war es wirklich, er lebte. Da fielen die Frauen vor Jesus nieder, streckten ihre Hände aus und umfassten seine Füße. Aber Jesus sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Auf, geht schnell zu den Jüngern und erzählt ihnen, was ihr erlebt habt. Und sagt ihnen, auch sie werden mich wiedersehen. Da eilten die Frauen zurück in die Stadt, voll Furcht und voll Freude, und kamen zu den Jüngern, die immer noch weinten und klagten. Freut euch, riefen die Frauen, Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir haben ihn selbst gesehen. Aber die Jünger schüttelten traurig den Kopf und wollten ihm nicht glauben. Hast du das gehört? Jesus hatte Angst und alle waren ganz traurig. Und dann haben sie gemerkt, dass Gott sie nicht alleine lässt. Aus der Traurigkeit wurde große Freude. Aus der Angst wurde großer Mut. Und die Frauen sind ganz schnell zu den anderen gerannt und haben es ihnen erzählt. Jesus lebt. Und alle sind vor Freude gehüpft. Oh ja, hüpfen! Das freudige Hüpfen und Springen hört überhaupt nicht auf. Könnt ihr länger springen und hüpfen als Frieda und Friedhelm? Erstanden, Halleluja, freut euch und singet Halleluja, denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen geführt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Er war begraben 3 Tage lang, ihm sei auf ewig Lobpreis und Dank. Denn die Gewalt des Todes ist zerstört, selig ist wer zu Jesus gehört. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. Seht, das Grab ist leer, wo er lag, er ist erstanden, wie er gesagt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Lieber Gott, du hast uns gezeigt, dass du stärker bist als alle Mächte dieser Welt. Wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus lebt. Wir bitten dich für alle Kinder dieser Welt, dass sie behütet aufwachsen, dass sie in der Gemeinschaft ihrer Familien, ihrer Freundinnen und Freunde leben können. Wir bitten dich für alle Jugendlichen auf der Welt, dass sie keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Wir bitten dich für alle Erwachsenen auf dieser Welt, dass sie eine Arbeit haben, die ihnen Spaß macht und bei der sie genug Geld zum Leben verdienen. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in den Regierungen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Wir bitten dich für die Völker der Erde, dass sie miteinander in Frieden leben lernen. Wir bitten dich für alle, die krank sind, dass sie bald wieder gesund werden. Wir bitten dich für alle Verstorbenen, dass du sie auferweckst, wie du Jesus auferweckt hast. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir zu Boten deiner Liebe und zu Werkzeugen deines Friedens werden. Im Vertrauen auf deine Güte, Gott, beten wir gemeinsam.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auf mein Herz mit Freude, nimm wahr, was heut geschieht. Wie kommt zu großem Leiden, nun ein so großes Licht. Mein Heiland war geliebt, da wo man uns hinträgt, denn von uns so Und so geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Da 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 da. Er hält die ganze Welt in seiner Hand, hält die ganze Welt in seiner Hand, hält die ganze Welt in seiner Hand, hält die ganze Welt in seiner Hand. Habt ihr eine Lieblingsstrophe? Erfindet eine Strophe. Schickt sie mir. Oder singt sie mir vor und schickt mir, was ihr gesungen habt, dann können wir am nächsten Sonntag ein ganz langes Lied mit ganz vielen Lieblingsstrophen singen. Und dann verrate ich euch auch meine Lieblingsstrophe. Und jetzt will ich euch noch ein paar Kirchen zeigen, die Anton und Alexander und Luise und Clara gebastelt haben. Viel Spaß dabei. Tschüss.